herzlich willkommen zum ersten Web-Talk vom Fachbereich Erwachsenen- und Familienbildung, Zentrumbildung. Ein neues Experiment, Experten-Talks, Themen, die die digitale Bildungsarbeit betreffen. Es gibt so viele Experten in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, weltweit, die zu vielen Themen viele Sachen sagen können. Und ja, ich freue mich immer, wenn wir auch hier Menschen haben, die uns an ihrem Wissen teilhaben lassen können. Wenn man sich mit dem Bereich Bildung beschäftigt, stößt man unweigerlich auf den Begriff OER, Open Educational Resources, also freie Bildungsmaterialien. Und genauso präsent wie das Thema ist, so viele Missverständnisse gibt es da wahrscheinlich auch. Und deswegen fangen wir auch genau mit diesem Thema an und haben eine wirkliche Expertin dazu auch eingeladen, die Christin Nahr. Ich glaube, wenn man im Internet sich nach OER erkundigt, sich nach Bildung, nach Beteiligung erkundigt, stößt man automatisch auch auf die Christin. Christin ist freie Medienpädagogin, auch jetzt als Herausgeberin vom Medienpädagogik Praxisblog aktiv, Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur und über sehr viele Projekte online auch anzutreffen. Und ja, Christin, ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich würde dir jetzt einfach mal das Wort überlassen. Vielen Dank, Tobias, dass ich hier sein darf. Sozusagen, das ist ja ein ganz neues Format für euch und auch für mich. Also ich bin seltener in Web-Talks. Insofern freue ich mich. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet und die würde ich jetzt freischalten. Also ich würde meinen Bildschirm freischalten und das kann einen kleinen Moment dauern. Ich habe es als Google Doc gemacht und ihr dürftet es jetzt fast sehen. Genau. Ich starte die Präsentation. Also es wurde ja schon kurz gesagt, um was es geht, um drei kryptische Buchstaben, über die ich reden darf, über die ich gerne rede, OER, Open Educational Resources. Und wir haben uns im Vorgespräch überlegt, okay, wie gehen wir die Sache an? Und wir haben es sehr wir machen wirklich Grundlagen heute. Also da geht es wirklich auch erstmal darum, wo finde ich überhaupt diese drei kryptischen Buchstaben? Eigentlich, was ist das überhaupt? Insofern fange ich mal so ein bisschen an und wer sich das im Nachhinein anschaut, kann natürlich auch den ganzen Faden, die ich also an Links und so weiter nenne, auch natürlich jederzeit folgen. Das ist ja das Tolle, wenn man diese Sache aufnehmen kann und so weiter. Genau. Grundsätzlich kann man ja vielleicht noch sagen, also es gibt hier auch einen Gruppenchat, also jeder, der hier teilnimmt, hat auch Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Ich werde die Fragen so ein bisschen mit koordinieren. Hallo Horst, sehe ich gerade, er schreibt Moin. Das heißt, wenn Fragen da sind, kann man die sich hier aktiv über Chat oder auch über Mikrofon, über Video einfach mit einbringen. Genau, vielen Dank. Ich fange mal so an, dass wir generell, wenn wir über Bildung sprechen, natürlich wir reden ganz oft über, wir machen uns das Angebot, wie es uns passend ist. Das ist bei Bildungsleuten automatisch so, dass wir so etwas machen. Das ist vielleicht eher ein Symbolbild zu, wir remixen wahnsinnig gerne. Wir nehmen uns das und wir nehmen uns das zusammen und packen das in ein neues, in einen neuen Zusammenhang, wie es für unsere Zielgruppe, wie es für unsere Ziele und auch das, was wir an Anforderungen rundherum haben, natürlich passgenau ist. Wir machen ja sozusagen auch Angebote, die möglichst wo wir unsere Ziele auch erreichen wollen. Und dieses Bild nehmen wir jetzt mal symbolisch mit und sagen, okay, da gibt es natürlich relativ viele Hürden, was das angeht. Also man kann sich natürlich nicht einfach so ein Bild nehmen, zum Beispiel bleiben wir mal dabei und sagen, okay, dann nehme ich das jetzt und bastel das mal kurz in meinen, sagen wir mal, in meinen Flyer rein oder in mein Arbeitsblatt oder so weiter. Sagen, das geht einfach nicht so richtig. In dem Sinne haben wir ganz oft die Hürde, dass wir eigentlich genau genommen bei jedem Bild, was wir benutzen, bei jedem Material, was wir benutzen, eigentlich denjenigen fragen müssen, der dieses Bild gemacht hat zum Beispiel. Und das ist natürlich in Zeiten des Internets so ein bisschen schwierig, weil das Internet ja so groß ist und so unglaublich viele Ressourcen bietet, dass wir sagen, naja, okay, wir beschäftigen uns vielleicht mal mit einem anderen Modell. Wir wollen also sozusagen dieses Modell nehmen wir jetzt mal mit, wenn ich sage, ich habe dieses Bild. Wir ignorieren mal ganz kurz, was da in der Fußnote steht. Und sage, wenn ich jetzt dieses Bild benutze, hätte ich eigentlich den Urheber dieses Bildes, also das ist ein Foto, das ist in dem Sinne jetzt relativ schlecht zu erkennen, ich hoffe es geht, also ein Foto einer Pinnwand und da steht Feedback drauf. Und ich sage, okay, ich möchte das gerne zum Beispiel auf meine Website stellen, ich möchte es gerne in der Präsentation benutzen und so weiter. Und genau genommen hätte ich den Urheber des Bildes fragen müssen, darf ich das für diesen Zweck benutzen?
Und nun möchte ich das aber nicht. Und ich möchte wahnsinnig gerne einfach dieses Bild benutzen und finde auch jetzt schwierig heraus, wo dieser Mensch anzutreffen ist und so weiter. Und wenn wir es genau genommen sehen, hat uns diese kleine Bildunterschrift, die eigentlich letztendlich sagt, wie das Bild heißt und von wem das kommt, also was wir auch schon wissen von vielen Dingen, Thema zitieren und so weiter. Also ich muss natürlich sagen, wo meine Quelle her ist und so weiter, steht da noch relativ viel mehr, das mir relativ viel aussagt darüber, was ich mit diesem Bild machen darf. Ich muss nämlich gar nicht den Urheber fragen, sondern der Urheber hat, die Maus ist zu sehen, oder? Ja. Hat nämlich mit diesem Kürzel hier, was jetzt relativ kryptisch aussieht, wenn man es nicht kennt und nicht so richtig, noch nicht so richtig bewandert damit ist, hat schon relativ viel darüber ausgesagt, was man mit diesem Bild machen darf. Ich verrate schon so viel, dass man das Bild, so wie es ist, dieses Feedbackbild nehmen darf. Ich darf es sogar verändern, ich darf es sogar weiter veröffentlichen, ich darf es 5 Millionen Mal, wenn ich das möchte, auch kopieren und an andere weitergeben. Das sagt mir diese kryptische Zahl aus. Also ich muss diesen Urheber nicht mehr nennen. Und das ist etwas, was es im Internet relativ viel gibt. Und wir beschränken uns jetzt in erster Linie auf diese sogenannten freien Inhalte. Freie Inhalte ist zum Beispiel so ein Bild, wie wir eben gesehen haben. Und das bedeutet, dass die freien Inhalte, zum Beispiel Bilder oder Videos und so weiter, ich zeige später noch ein paar Beispiele, die haben eine sogenannte freie Lizenz. Das wird ganz oft missverstanden, dass man sagt, oh, da haben Sie keine Lizenz. Nee, das stimmt nicht ganz. Es ist nämlich ein kleines Missverständnis, dass man sagt, eine freie Lizenz bedeutet nicht, dass der Inhalt lizenzfrei ist, also dass da überhaupt nichts dran geknüpft ist zum Beispiel, sondern im Gegenteil, der Urheber, wir erinnern uns an, an das Feedbackbild, hat gesagt, ihr dürft es benutzen und so weiter, hat aber gleichzeitig auch Bedingungen gestellt daran. Also es ist schon eine Lizenz da drauf. Eine freie, eine sehr, sehr offene, deswegen heißt es freie Lizenz, aber es ist nicht lizenzfrei. Bitte das merken. So sieht das Ganze aus. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Oh, jetzt bin ich fast übersprungen. Die sogenannten Creative Commons Lizenzen, das sind ein Lizenzmodell für freie Lizenzen. Es gibt noch andere, aber das ist so das, wo wir relativ, unter denen diesen Lizenzen wir relativ viele Ressourcen finden, zum Beispiel Bilder. Die Creative Commons Lizenzen, auch CC-Lizenzen genannt. Und wir erinnern uns an unser Feedbackbild, also das Foto, was ich eben gezeigt habe. Wenn ich also diese Lizenz irgendwo sehe und sehe darunter, ich habe ja darunter gesehen, ich gehe nochmal kurz zurück, ich hoffe, ich verwirre nicht. Hier unten sehe ich also diese kryptische Geschichte. Und ich hatte ja schon gesagt, der Urheber, das ist dieser Herr hier, hat, indem er das angegeben hat, schon mir wahnsinnig viel auf den Weg gegeben. Und ich muss ihn vor allem nicht selber fragen. Gehen wir mal nach hinten. Sprich also, er hat gesagt, in Ordnung so, du kannst dieses Bild benutzen. Du musst mich also nicht fragen. Schreib mir bitte keine E-Mail und frag mich, ob ich dieses Bild benutzen darf. Ja? Und ich darf es vervielfältigen. Bedeutet also, ich darf eine digitale Kopie machen. Ja? Also indem ich es anderen zum Beispiel irgendwo ablege, zum Beispiel in meinem Ordner oder so. Und ich darf es zum Beispiel auch modifizieren. Bedeutet also, ich hätte jetzt bei dem Feedbackbild das irgendwie grün einfärben können oder ich hätte es mir vielleicht ein kurzes Teilchen ausschneiden dürfen. Das hätte ich alles machen dürfen. Und ich darf es sogar wieder veröffentlichen. In unserem Fall, ich würde es also für meine Präsentation benutzen oder auch, ich könnte es auch auf meine Website veröffentlichen und so weiter. Ich darf es also gerne weitergeben. Er hat allerdings kleine Bedingungen gestellt. Und die kann er sozusagen auch stellen. Also er gibt sozusagen relativ viel frei und er sagt aber gleichzeitig, ich möchte, dass du Dinge beachtest dabei. Ja? Wir fangen mal mit dem an, was am weitesten weg ist. Das bedeutet die sogenannte CC0-Lizenz. Da bedeutet es, dass der Urheber gesagt hat, Bedingung ist, dass du mich nicht nennst. Das ist das Einfachste von allen, das sage ich gleich. Also er möchte nicht genannt werden. Bitte daran denken, dass er wirklich nicht genannt werden will. Also wir dürfen alles machen mit dem Bild und er möchte nicht genannt werden. Die CC BY-Lizenz, das ahnt man vielleicht schon ein bisschen hier, bedeutet also, dass man das Bild, zum Beispiel das Feedback-Bild oder auch ein anderes, was man nutzen darf, vervielfältigen will. Aber wir müssen, das ist die Bedingung, die er hat, ihn nennen, wovon wir es her haben. Also das CC BY bedeutet, sag, dass es von ihm oder ihr hast.
die dritte offene Lizenz. Es gibt im Lizenzmodell von Creative Commons auch noch mehr. Das wird dann leider nur noch komplizierter. Ist es CC BY SA. Das bedeutet Share Alike. Das bedeutet also, wenn ich ein größeres Produkt habe und es sehr, sehr stark verändert habe, also wirklich, wenn ich eine Collage gemacht habe zum Beispiel oder also sehr, sehr in das Werk eingegriffen habe und es sehr stark quasi miteinander vermischt habe, dann möchte der Urheber nicht nur, dass ich ihn nenne, das steht ja weiterhin mit dabei, sondern er möchte auch, dass ich es genauso wieder veröffentliche unter der gleichen Lizenz, also unter der CC BY SA, wie er oder sie es gemacht hat. Darf ich, Christian, nachfragen? Du hast gemeint, sehr, sehr weit verändert, aber ich hab gedacht, aber das kann sein, dass ich da auch wirklich falsch liege, weil das Share-Like habe ich bisher noch nicht so richtig, glaube ich, verstanden. Also auch wenn ich jetzt ein Foto reintue, das zum Beispiel unter CC BY und nicht kommerziell, oder? Das wäre ja auch eine mögliche Variante. Wenn ich also so ein Foto nehme, dann müsste mein Werk, wenn ich das Foto dort einbette, auch unter der gleichen Lizenz insgesamt sein. Ist das richtig oder nicht? Das kommt tatsächlich darauf an, wie stark du dieses einzelne CC BY SA-Bild verändern möchtest. Okay, das würde ich gar nicht verändern. Das würde ich einfach übernehmen. Dann ist es okay. Dann kannst du es einfach so benutzen. Also du musst sozusagen davon ausgehen, dass derjenige, der es gemacht hat, gerne möchte, dass du es weiterhin sehr, sehr offen hast. Ja? Und wenn du es sehr, sehr stark veränderst. Das hängt sozusagen damit zusammen. Ich versuche mal ein Beispiel zu nennen, wo man das gut sagen kann. Zum Beispiel bei Musik ist es, wenn ich zum Beispiel dieses Bild, ja, wir haben jetzt das Feedback-Bild, war ein CC BY SA-Bild, also sprich dieses Share-alike, der Urheber möchte also sozusagen, aber ich verändere es nicht, ja, also ich habe sozusagen dieses einzelne Werk ist weiterhin so zu sehen, so weiterhin so erkennbar. Dann muss ich, kann ich sozusagen das, was er als Bedingung, als das Share-alike, also sprich, er möchte weiterhin, dass ich es sehr offen habe, eigentlich ignorieren, weil ich es ja gar nicht verändere. Ich pflanze nicht etwas Neues hinein. Ja? Also ich mache sozusagen nicht, ich collagiere zum Beispiel nicht, ja, bei einer großen Bildcollage. Also das heißt, der Share-Like bezieht sich mehr auf den verwendeten Inhalt als auf die, auf die Lizenz, die der Inhalt hat. Also gar nicht auf die Lizenz, die der Inhalt hat. Zum Beispiel überleg dir, wenn ich eine Bildcollage habe. Ja. Dann soll die weiterhin so Bestand haben. Dann soll die weiterhin Bestand haben, wenn ich dort ein Bild von Share-alike habe und quasi das ursprünglich nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Also ich kann sozusagen dieses einzelne, so wie ich es eben gehabt habe beim Feedback-Bild, das kann ich herausziehen. Das ist dann weiterhin erkennbar. Wenn ich das aber so verändere, dann muss ich, wenn ich eins dabei habe, das unter diese Lizenz stellen. Verstanden? Okay. Also ich darf den Inhalt nicht groß verändern, wenn also ein Inhalt unter SA-Lizenz ist, dann darf ich den Inhalt nur unwesentlich verändern. Doch, aber du kannst es verändern, wie du willst, aber du müsstest es unter CC BY SA stellen. Okay, also ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Also du kannst es verändern, ja, aber du musst es wieder so unter die gleiche Lizenz stellen. Du kannst damit machen, was du willst, aber du musst es dann unter die gleiche Lizenz stellen. Aber was du hast gerade gemeint, dass also der unter SA stellt, seine Inhalte, will nicht, dass sein Werk großartig verändert wird. Nee, also habe ich nicht gemeint. Nee, der möchte das schon, aber er möchte, also das, was er will, ist, dass du, wenn du es veränderst und du sollst es, du kannst es verändern, dann musst du es genauso wieder öffnen, für andere veränderbar machen. Okay, aber das heißt jetzt nicht zwingend, dass es unter zum Beispiel Non-Commercial bleiben muss. Es kann dann auch unter CC BY gestellt werden. Wenn ich es nicht stark verändere. Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist ja, dass damit verhindert wird, wenn die Christin ein Werk erstellt, das unter CC BY SA zur Verfügung stellt, ich das Werk nehme, verändere und mein Copyright drauflege und sage so, das Ding gehört jetzt mir und ist von mir und ihr dürft damit gar nichts machen, wobei die Christin ja die eigentliche Arbeit damit hatte. Und die eigentlich die ganze Zeit will, dass es offen ist. Richtig, genau. Gut, also das heißt, der Wunsch nach weiterhin Offenheit
Genau, genau, danke. Ja, genau, so ist es. So ist es. Also aber du kannst machen, Offenheit, aber du musst dann, es öffnen. Genau, wie die Offenheit nun konkret ausschaut, ist, ob das jetzt dann zu CC BY oder CC BY NC oder sonst irgendwas wird, ist dann nicht so wichtig. Es darf nur nicht dann eingebunden werden in traditionell urheberrechtlich geschützte Werke, weil dann wäre die Offenheit nicht mehr da. Ja, ja, du musst es unter die gleiche Lizenz stellen wieder. Doch, das unter die gleiche Lizenz. Ja. Also wenn was unter CC BY war, unter CC BY SA, dann darf ich es nicht weiter einschränken. Nur wenn du es veränderst, wenn du es sehr, sehr stark veränderst, will ich, wenn du es mich schon nennt, will ich, wenn du es wirklich in eine Collage reinbringst und so weiter, also wenn du es wirklich, dann will ich, dass du es weiterhin sehr, sehr offen hältst. Okay. Und dann musst du es unter die gleiche Lizenz stellen. Okay. Okay, na, ich schaue mir das nochmal genau an. Aber ich glaube, es liegt jetzt wahrscheinlich eher an mir, dass ich es nicht verstehe, als an eurer Erklärung. Nein, nein, nein. Also es ist tatsächlich auch schwierig. Ich hätte einfach was ein Beispiel mitbringen, um das gegenüberzustellen. Vielleicht wird es. Ja, weil es dürfte sich also doch einerseits auf den Inhalt und auf das Verändern des Inhalts beziehen, andererseits aber auch, dass es doch auch unter gleicher Lizenz dann doch. Nicht nur unter ähnlicher Lizenz, sondern unter gleicher CC-Lizenz dann stehen muss weiterhin. In der Veränderung. Aber wenn es nicht verändert wird, dann ist es egal. Dann nicht. Dann ist es nicht. Genau. Also stark verändert. Okay, aber das heißt, man könnte, wenn ich jetzt also ein Bild unter CC BY SA habe und jemand nimmt das, verändert das gar nicht, dann kann es unter jeder Lizenz gestellt werden. Ja, genau. Einfachster Case. Nutzen. Dann kann es auch traditionell, kann es genommen werden und genauso, genau. Dann kann irgendwer das Urheberrecht darauf dann, nein, ja. Das geht ja nicht. Nein, aber du musst ja weiterhin die Lizenz angeben, aber das gesamte Werk kann dann. Kann, okay. Kann. Na gut. Okay. Na gut. Also ich sehe, der Horst, der hat hier gerade den Link zur Creative Commons Lizenz in den Chat reingeschrieben. Ja, das sollte sehr erklärt sein, aber ich habe da irgendwie einen Gedankenfehler. Nein, aber ich möchte euch jetzt nicht aufhalten. Nein, also ich kann es auch gerne noch mal im Nachgang irgendwie nochmal aufschreiben oder so. Es ist tatsächlich auch schwer zu begreifen. Aber vielleicht können wir ja die Frage am Ende der Aufzeichnung dann nochmal vertiefen und der Stelle dann jetzt weitermachen. Ja, klar, bitte. Okay. Das ist sozusagen die einfachste. Gehen wir mal zurück zu dem, was auch oft verbreitet ist, also CC0. CC BY ist sozusagen das, so wie man das sortiert, ganz gut auf der Creative Commons Seite sieht, was ich eben darf und unter welchen Bedingungen ich es eben darf. Und das ist, Horst hat das wahrscheinlich auch so ähnlich gefunden. Und man findet auf den Creative Commons-Seiten auch tatsächlich sehr ausführliche Beschreibungen. Genau. Ich versuche jetzt kurz mal ein paar Beispiele zu nennen, wo wir denn diese freien Inhalte erst einmal finden. Wir sind noch nicht bei Bildung, ja. Also wenn wir über Bildung sprechen, dann wir reden erstmal nur davon, wo wir überhaupt Inhalte herbekommen. Das bekannteste, beziehungsweise das, wo viele auch sehr einfach, sehr schnell Bilder herbekommen können, ist Pixabay. Pixabay ist eine Plattform, Community getragen. Also jeder Mensch, jede Person kann dort Bilder hochladen. Und diese Bilder stehen unter der CC0-Lizenz. Die erste Zeile immer nicht, das ist aber gut zu erkennen. Und die darunter sind CC0-Bilder. Sprich also nochmal, bitte modifiziert, bitte tauscht euch diese Bilder aus, aber nennt den Urheber nicht. Das Einzige, was man dann eben machen muss, ist, das erkläre ich gleich nochmal, natürlich sagen, dass es eine CC0-Lizenz ist. Dann gibt es also Pixabay, das andere ist Flickr. Flickr bietet, und das bieten relativ viele Plattformen, so eine sogenannte Filter an. Ja? Also man kann auch relativ viel Sachen bei Pixabay und auch bei anderen suchen und filtern. Also sie verschlanken sozusagen die Suche für einen. Und das hängt natürlich damit zusammen, was die Personen dann jeweils hochgeladen haben und wie sie ihr auch wieder Foto gelabelt haben. Und hier kann ich eben angeben, ich suche nach einer Biene, nach einem Foto nach einer Biene.
oder von einer Biene und kann eben hier angeben, unter welche Lizenz diese Biene, also beziehungsweise das Foto natürlich, gestellt wurde. Sprich, also ich möchte mit diesem kommerziellen beziehungsweise auch üblichen Copyright, also ich möchte nicht fragen, sondern ich möchte, dass ich das Bild gleich benutzen darf. Dann gibt es natürlich auch relativ viel im Bereich der Musik. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen komplizierter geworden, weil einige Plattformen angefangen haben, andere Lizenzmodelle zu machen und so weiter. Deswegen empfehle ich gerne eine, die recht simpel ist zu bedienen. Man findet sehr, sehr viel Musik da drauf. Auch, dass man auch gut danach filtern kann, nach bestimmten Instrumenten und so weiter. Und auch hier kann man, und sieht das Ganze dann aus, bei dem jeweiligen Künstler beziehungsweise diesem einzelnen Track, dass ich dann nochmal gucken kann, okay, das ist eine CC BY-Lizenz, sprich also Jerris, der Künstler und auch der Kompagnon oder die möchten gerne genannt werden. Sie möchten aber auch, dass man es mit dem Musikstück macht, was man möchte, also beziehungsweise auch, dass man es herunterlädt, das kann man sich ja nochmal anhören und wirklich 1A, ohne sich anzumelden, irgendwas auch herunterladen kann und man kann das eben halt auch entsprechend bearbeiten. Sprich, also wenn ich das irgendwo drunter lege, muss ich es natürlich schneiden können und so weiter, also bearbeitbar muss es natürlich auch sein. Genau, und das kann ich... An der Stelle ich noch eine Zwischenfrage. Also wenn ich ein Audiostück verwende und ein weiteres Audiostück daraus erstelle, wie nenne ich dann den Urheber? Du bist, also das ist sozusagen ich würde es immer einzeln aufführen sozusagen. Ja, aber wie? Also wenn ich habe ja nichts Visuelles. Sage ich das dann per Stimme? Also, also angenommen, ich würde jetzt dieses Blind Love Dub Stück jetzt nehmen. Der ja. Jerris möchte, dass ich ihn irgendwie erwähne. Und ich erstelle aber nur einen Audio-Track. Wie nenne ich den? Ich würde es am Ende kurz erwähnen, um ganz sicher zu sein, weil es heißt, dass die Angabe, die Lizenzangabe irgendwie in einem nachvollziehbaren Zusammenhang sein soll. Also sprich, bei einem Buch reicht es, also bei einem Buch, was unter einer freien Lizenz steht, reicht es, wenn am Ende auch ein Bildnachweisverzeichnis da ist und da die ganzen Lizenzen aufgebaut sind, weil das ist ein abgeschlossenes Werk und das steht in einem gewissen Zusammenhang. Bei Websites und so weiter ist es üblich, weil da auch ein bisschen Platz ist, wirklich auch direkt zu lizenzieren, dass man also irgendwie gucken kann, wo steht das. Und bei einem Audiotrack, da kannst du nicht sicher sein, weil du den ja sicherlich irgendwo einbettest. Ich würde es immer auch unten, also wo du ihn eingebettet hast, auch reinschreiben, also textlich. Und um ganz sicher zu gehen, weil der ja auch anderswo eingebettet werden kann, würde ich es auch nochmal sagen. Ja? Lieber doppelt. Okay, danke. Genau. Dann gibt es natürlich, das ist diese relativ einfach, simpel gehaltene Geschichte, die ist aus meiner Sicht recht gut sortiert. Man findet da schnell was, kann sich da gut durchklicken und direkt runterladen, super Sache. Dann gibt es Free Sound. Also ich habe mal für ein Projekt mal ein Kuhgeräusch, ein Moon einer Kuh gesucht und es war relativ schwierig, weil wir alles unter eine freie Lizenz stellen wollten. Wir hatten da relativ hohe Ansprüche. Also dieses gesamte Werk muss natürlich auch dieses Kuhmoon irgendwie, ja. Und es war relativ schwierig. Und ein Kollege gab mir dann den Tipp, ich kannte die Seite bis vor ein paar Monaten noch nicht, freesound.org zu suchen. Und man sieht es, man kann es hier kurz erahnen, das ist jetzt eine, kann hier wieder sehr gut suchen. Üblicherweise gibt man die Sache dann in Englisch an. Da hilft dann manchmal auch der Translator, also weil das eine englischsprachige Seite ist, also war es dann irgendwas mit Kuh, Cow, Moo oder so. Und hier kann man sehr gut sehen, dass man, wie das Ganze auch angezeigt wird, das sind dann sozusagen auch wieder eine Liste voller einzelner Sounds und die kann man auch direkt anklicken und dann sieht man hier relativ versteckt, aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, sieht man es auch, CC0. Bedeutet also verwenden, nicht nennen, also den Urheber nicht nennen. Und dann gibt es aber auch andere, CC BY gibt es da auch und so weiter. Also da auch wiederum Geräusche, auch für Audio-Geschichten, auch in der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch in der Erwachsenenbildung ist natürlich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Free Sound. Darf ich jetzt nochmal nachfragen? was anderes. Und zwar steht hier unten drunter, Screenshot nicht unter freier Lizenz. Mhm.
die ganze Präsentation vorher war aber CC0 oder betrifft es dann immer nur die einzelnen Bestandteile? Die einzelnen Bestandteile. Okay, das heißt, die ganze Präsentation, wenn du jetzt einen Screenshot reintust, dann kann die ganze Präsentation nicht mehr unter CC0 stehen. Genau genommen nicht, nein. Okay. Wie würdest du jetzt einschätzen? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen ein Exkurs, aber wir müssen auch nicht lang drauf eingehen. Den Urheberrechtsschutz von dem Screenshot. Das heißt, wenn die Aufzeichnung der Präsentation jetzt, weiß nicht, was auf YouTube oder sonst irgendwo hinkäme, beziehungsweise die Präsentation zum Download bereitgestellt wird. Ich habe die Frage nicht verstanden. Sag nochmal. Okay. Der Screenshot hat möglicherweise ja Urheberrechtsschutz. Wie ich das weil die Website ein Werk ist oder das Detail. Ja. Genau, und deswegen, ich habe das sozusagen aus Sicherheitsgründen gemacht, weil Screenshots eigentlich, die sind so ein Graubereich sozusagen. Ja, manche haben da, also die Creative Commons Sachen und so weiter, die haben in Urheberrecht und so weiter, aber hier kann man nicht davon ausgehen. Insofern kann man dem nicht so richtig Herr werden. Also wenn die Aufzeichnung jetzt hier irgendwo landet, dann kann ich da auch letztendlich nichts machen. Ich habe den Hinweis gegeben und mehr kann ich nicht machen, um ganz sicher zu sagen. Also dann müsste ich eigentlich fragen, darf ich das verwenden für diese Geschichte und so weiter, oder ich müsste halt nur mit Links arbeiten. Also es bleibt ein kleines Risiko, als Foto reinzutun. Also in diesem Fall würde das meiner Meinung nach klar unter das Zitationsrecht fallen, weil du ja einen eigenständigen Beitrag basierend auf dem von dir zitiertem, also in diesem Fall dem Screenshot, eben aufbaust. Und da gibt es ja zumindest in Deutschland das Zitationsrecht, was da so ein bisschen, was sehr schwammig ist. Das ist eine sehr Auslegungssache. Das aber eigentlich nur für Text, oder? Und nicht für Bild. Nee, für sämtliche Zitate. Also sogar für Videos und für alles, was urheberrechtlich geschützt ist. Okay, gut. Also gut, danke. Also ja, insofern ist es der Hinweis natürlich, dass ich mir dessen bewusst bin. Und das ist eigentlich, wenn ich das jetzt weitergebe und so weiter, würde ich auch den Screenshot, also wenn ich sozusagen diese Präsentation wirklich aus der Hand gebe, was ich in dem Sinne schon tue, wenn es aufgezeichnet wird, aber dann würde ich vielleicht sogar überlegen, den rauszunehmen. Okay, weiter im Galopp. Wir waren jetzt sozusagen bei Seiten, die freien Inhalt haben, und es gibt viele, viele Seiten, wo man nicht so richtig weiß, dass sie den haben, weil es über Bande gespielt wird. Und eine Seite ist der von YouTube. Diesen Filter sieht man erst, wenn man etwas eingegeben hat. Also ihr könnt es ja gerne mal testen. Man sieht, wenn man bei YouTube etwas, erstmal das mal so, dann sieht man irgendwie keinen Filter. Und dann gibt man etwas ein, ich nehme wieder mein Bienenbeispiel, und dann eröffnet sich dieses etwas grau hinterlegte Feld. Da kann man übrigens auch sehr spannende andere Sachen filtern, by the way. Und hier findet man eben auch das Filtern nach Creative Commons Lizenzen. Sprich also, ich suche wieder verengt, verschlankt nach Bienen, nicht für alle Videos, die den Suchbegriff Bienen haben, sondern ich möchte nur Videos haben, die hochgeladen wurden, dass diese eine freie Lizenz haben, also sprich eine Creative Commons Lizenz haben. Und ich fange jetzt nur den einen Screenshot, um das deutlich zu machen, und da verschlankt sich natürlich sehr, sehr stark weil das eigentlich nicht üblich ist. Also man kann es dann sozusagen sehen und dann kann man es auch herunterladen, genau genommen, und weiterverwenden und so weiter. YouTube. Erweiterte Google-Suche ist auch so etwas, was man auf den ersten Blick nicht so kennt. Google bietet sehr, sehr, sehr umfangreiche Suchen an. Also auch die Bildersuche kann man nach Farben sortieren lassen und so weiter. Das ist insgesamt sehr spannend. Oder nach bestimmten Sprachen oder so etwas. Und auch da gibt es die Möglichkeit, das sieht bei jedem Browser ein bisschen anders aus, manchmal heißt es auch erweiterte Suche als Wort oder so ein Zahnrad, kann man eben dort auch die Nutzungsrechte, ist leider ein bisschen schlecht zu erkennen, die Nutzung nach den Nutzungsrechten bilden. Also sprich, ich gebe einen Suchbegriff ein, filtere, und dann werden mir nur
Suchergebnisse angezeigt, also sowohl Bilder als auch textliche Sachen und so weiter, die eine Nutzungsrechte beziehungsweise eine, üblicherweise eine Creative Commons Lizenz, muss aber nicht, sondern die Nutzungsrechte sehr, sehr frei sind. Das kann man sich nochmal in Ruhe angucken, das ist auch recht gut beschrieben, wo man immer eben halt dann so auf die Suche geht und da findet man dann üblicherweise auch viele Wikipedia-Artikel, viele Artikel, die sozusagen zu dieser großen Familie gehören, aber auch andere Werke. Das lohnt sich also auch. Und zu guter Letzt, wenn wir dabei sind, bietet Creative Commons selber gar keine Suchmaschine an, sondern sie haben sozusagen sich sehr clever gemacht und haben so mehr oder weniger eine Metasuche, eine unter diesen kleinen Suchen, die ich gerade gezeigt habe, also Flickr war dabei, natürlich kurz erwähnt, das kann man natürlich auch bei Google machen und so weiter, CC-Mixer ist dabei und die bieten natürlich alle so einzelne Suchen an. Und die Creative Commons hat sich gedacht, naja, super, dann machen wir da einfach mal eine große Metasuche obendrauf. Sprich, also wenn ich diese Seite anklicke, unter CC Search zu finden, oftmals dann auch natürlich erfolgsversprechender, wenn man mit dem englischen Begriff arbeitet, muss man aber gar nicht, aber ist manchmal ein bisschen erfolgsversprechender. Dann kann man eben hier schon etwas eingeben. Dann geht man gar nicht auf eine neue Suche, sondern klickt eben halt hier direkt an und findet, ist man direkt dann auf der YouTube-Suche sozusagen. Also hier nochmal ein Tipp, wer sich da so ein bisschen durchklicken möchte, auch diese gesamte freie Inhaltswelt kennenlernen will. Es gibt noch haufenweise mehr, zum Beispiel auch Open Clip Art, also wer in Clip Arts und Vektorgrafiken und so weiter sich ausprobieren will, gibt es sehr vielen freien Content. Genau. Freie Inhalte selbst nutzen, also wir haben jetzt also kennengelernt, es gibt relativ viel und es ist eine unglaubliche schöne Landschaft da draußen, also Menschen, die sich überlegt haben, das ist nicht nur für mich, beziehungsweise für eine exklusive Gruppe, sondern vor allem natürlich auch für jeden und jede, der es nutzen und die es nutzen möchte. Selbst nutzen bedeutet also, ich lade mir zum Beispiel so etwas herunter und was muss ich jetzt dabei beachten? Ich kann es ja jetzt eigentlich einfach so nehmen, ne? Haben wir ja gelernt. Insofern nehme ich mal so ein Beispiel von so einem Apfel. Das ist ein übliches Bild, was ich zeige, wenn ich bei Pixabay zum Beispiel für meine Präsentation ein etwas Schönes brauche, sozusagen. Dann gebe ich bei Pixabay Apfel ein, zum Beispiel, oder Biene. Dann finde ich dieses Bild zum Beispiel und viele andere Apfelbilder übrigens, und die sehen auch ganz gut aus. Und was muss ich jetzt tun? Ich kann ja nicht einfach so das Bild benutzen, ne? Sondern ich muss eben mal angeben, dass es diese Lizenz hat. Ich kann das Bild auch neu beschreiben. Ich muss sozusagen nicht gucken, wie das Bild genannt wurde, sondern ich kann das Bild so benutzen, aber ich muss in gewisser Weise auch sagen, welche Spielregeln hier herrschen sozusagen. Also, dass ich darüber mir im Klaren bin, dass es sich um ein CC0-Bild handelt und ich auch nicht. Ich muss auch nicht die Quelle angeben. Ich muss vor allem nicht, ich darf vor allem nicht, oder der Urheber wünscht sich das, dass ich nicht ihn selber oder sie selber angebe. Das reicht. Ich nehme das also, das Bild Pixabay, und lade das herunter und dann war es das. Dann kann ich meine Präsentation weitermachen. Das ist so die einfachste Form. Die andere Form ist etwas komplexer. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wir konzentrieren uns mal auf 15a. Das ist ein Hund, wie man sehen kann. Und hier muss ich, und wir erinnern uns an recht das, was man auch in der Schule lernt, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich muss natürlich sagen, von wem das ist. Ja? Und ich muss sagen, wie das Bild heißt. Ja? Also das ist ein einfaches Quellenangabe letztendlich, eine Quellenangabe, die ich also gelernt habe. Ich muss also sagen, von wem ich das habe. Und ich muss so ein bisschen sagen, okay, was für Bedingungen herrschen hier vor. Und eben, und das ist sozusagen das erste Beispiel. Und das ist das Beispiel für 15a, sprich also, das ist das Foto, heißt Ludwig, das ist sicherlich auch Ludwig, aber das Foto heißt Ludwig, das ist von Ralf Appelt, das ist der Urheber dieses Fotos und er hat dieses Foto unter die Lizenz gestellt, CC BY SA 2.0. 2.0 sind verschiedene Versionen, dann nehme ich einfach die, die Ralf Appelt in dem Sinne auch benutzt hat, die benutze ich natürlich auch. Das hängt dann mit verschiedenen Zeiten zusammen und verschiedenen Versionen, die es gibt. Wenn man jetzt lizenziert, ist jetzt aktuell die 4.0 an. Und das zeigt also ein Stück weit, dass das Bild auch vielleicht ein bisschen älter ist. So.
Entschuldigung. 15a, da wird es ein bisschen komplizierter, aber auch machbar. Wie gesagt, ich kollagiere nicht, gehe jetzt nicht nochmal auf SE ein, sondern ich kollagiere und verändere jetzt nicht stark, sondern ich schneide es nur kurz aus. Und es bleibt dabei, Ludwig, also sprich der Titel des Bildes von Ralf Appelt, sprich der Urheber, unter CC BY SA. Und es wurde bearbeitet und zugeschnitten von Joran Mus-Meerholz. Genau, das war's. Das sieht am Anfang echt viel aus, aber es ist sozusagen die ganz korrekte Form, wie man eine sogenannte Angabe, Quellenangabe und eine Lizenzangabe im genau genommen Lizenz angibt, auch bei Büchern, Bildunterschriften, auch hinten in Präsentationen und so weiter genau genommen macht. Genau. Es gibt auch haufenweise Erklärungen dafür, dass man sich das nochmal genauer angucken kann und so weiter. Nun zu dem Vorher eigentlich. Ich habe jetzt ein bisschen über was anderes gesprochen. Also ich habe erstmal darüber gesprochen, dass wir erstmal freien Inhalt brauchen. Ja? Und jetzt gehen wir in den Bildungsbereich. Und in den letzten Jahren hat es sich, also in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit, wenn man sich den Bildungsbereich anschaut, sich sehr viel getan, wenn es um das Verwenden von diesen freien Inhalten angeht. Und wenn wir über Lehr- und Lernsituationen nachdenken, hat sich die Begriff Open Educational Resources etabliert. Und ich nehme üblicherweise die Definition der UNESCO. Die UNESCO ist eine sehr große Verfechterin, seit vielen Jahren schon von OER, sind auch diejenigen, die den Begriff auch tatsächlich das erste Mal wirklich verschriftlich und erklärt haben, was das eigentlich ist. Und da ist es so, dass wir wirklich von Lern- und Wissens- und Lehrressourcen ausgehen, die also für Bildungszusammenhänge gemacht sind, die jedes Medium sein können. Das kann so ein Buch sein, das kann ein Arbeitsblatt sein, das kann ein Video sein und so weiter. Und die also gemeinfrei sind oder unter einer sogenannten offenen freien Lizenz stehen. Das, was ich eben schon erzählt habe. Also sozusagen das, was wir an freien Content schon verstanden haben, sprich also das mit der freien Lizenz, nicht lizenzfrei, merken bitte. Und sie sind oft zugänglich, kostenlos zugänglich und sind eben, und dann kommt wieder unser Dreiklang, sie dürfen genutzt werden, sie dürfen bearbeitet werden und sie dürfen weiterverarbeitet werden, also sprich weitergegeben werden. Ja? Also das ist ja der eigentliche Clou dabei, dass man das also weitergibt. Und eben halt ohne weiteren Einschränkungen oder mit ein bisschen Einschränkungen, sprich also, was es da an Lizenzmodellen noch gibt. Ich kann also bestimmen, dass es zum Beispiel nicht für kommerzielle Zwecke gebraucht werden darf und so weiter. Das kann ich also in gewisser Weise als Urheber meines Werkes natürlich einschränken, wenn ich das will. Oder ich kann eben halt sagen, bitte nenn mich, ja, zum Beispiel. Das ist auch eine gewisse Einschränkung, wenn man so will. Da gibt es relativ viel. In den letzten Jahren ist das für deutsche Verhältnisse, wie gesagt, explodiert. Ich empfehle sehr, sehr gern das OER-Hörnchen. Das hört sich so an, hört sich so schön an, wie es ist. Das ist eine quasi auch eine Art Metasuche für allerdings für Bildungsmaterialien. Also wir sind jetzt nicht bei den CC-Search-Sachen, also das, was Creative Commons für den freie Inhalte anbietet, sondern wir sind schon bei Bildungsmaterialien. Und da kann man hier unten schon ein bisschen erahnen, was es an tollen OER-Projekten gibt und Leute, die ihre Inhalte da ins Internet stellen. Und da gibt es sehr, sehr viel und sehr unterschiedliche Sachen. Es ist aus dem der Schulbereich ist sehr, sehr, sehr stark. Das kommt natürlich daran, dass die haufenweise Material haben und sich auch natürlich damit beschäftigen, was es so mit freien Materialien auf sich hat. Aber auch der Hochschulbereich und der Erwachsenenbildungsbereich ziehen da ordentlich nach, sag ich mal so. Da kann man sich also mal umschauen und mal gucken, was es da alles so gibt und da auch schon nach Begriffen suchen und mal schauen, wo man da so landet. Dann gibt es natürlich auch sehr viel aus dem Weiterbildungsbereich, hatte ich schon angedeutet. Zum Beispiel On Campus ist eine Seite, die Kurse, Online-Kurse macht und die auch nicht nur, aber auch diese gesamten Kurse und die einzelnen Bestandteile dieser Kurse unter so eine
freie Lizenz stellen. Das sind üblicherweise auch wieder die Creative Commons Lizenzen. Ich sagte ja am Anfang schon, das ist sozusagen das, wo wir sehr viel einfach finden, und das bestätigt es sozusagen hier. Also es sind verschiedene, sind also von Arbeitsblättern bis zu ganzen Online-Kursen findet man in diesem Internet sehr, sehr viel. So ein kurzer Ausschnitt davon, was man sich da mal anschauen kann. Oft ein kostenloser Zugang und auch verhältnismäßig viel und oft verbreitet. Dann gibt es den Medienpädagogik-Praxis-Blog, kommt sozusagen aus der medienpädagogischen Praxis, wo sehr, sehr viel Wissen bereitgestellt wird für Fachpublikum, also Fachexpertinnen, beziehungsweise auch jeden, der irgendwas mit Medien macht. Das ist ja das Spannende bei der Medienpädagogik, das sagt die Medienpädagogin sozusagen jetzt in mir. Und da auch den Anspruch zu haben, kein exklusives Wissen zu haben und zu sagen, naja, also ihr kommt ja nur rein und ihr wisst, ihr könnt an unserem Wissen nur teilnehmen, wenn ihr das und das habt oder sowas, sondern da auch der Anspruch zu sagen, möglichst viel und möglichst breit das Wissen auch zu streuen. Und da auch sehr umfangreiche Listen zu haben mit Software, mit Content, mit Projekten, die letztendlich zur freien Verfügung stehen. Also letztendlich nachmachen bitte erlaubt. Sehr, sehr gerne. Macht's anders, macht's besser letztendlich. Ja. Das ist sozusagen diese Haltung, die bei vielen, vielen Projekten auch dahinter steht. Auch die Bundeszentrale, um noch eins zu nennen, die Bundeszentrale, die hat dann Werkstatt, BPB nennt sich das, das ist so eine Art Ideenwerkstatt, eine Redaktion, wo sehr viel passiert. Die sind generell unter einer Creative Commons, jetzt sind aber auch sehr, sehr viele andere Materialien aus der Bundeszentrale, also aus dem politischen Bildungsbereich, sind eben halt da auch nutzbar, weil sie sich auch gedacht haben, also die sind von Steuergeldern finanziert, ja, das ist also quasi schon finanziert, auch diese Materialien, darum, warum sollten wir sie jetzt exklusiv für uns behalten oder dann irgendwann verschwinden die und so weiter. Und nochmal aus den Erwachsenenbildungsbereichen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, das ist WBWeb. WBWeb ist ursprünglich mal entstanden mit das DIE zusammen, also die, das mit dem Institut für Erwachsenenbildung, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung und der Bertelsmann Stiftung, mittlerweile aber nur noch von dem DIE, dem Institut, ja. Eine umfangreiche, sehr, sehr umfangreiche Materialsammlung, Wissensressourcen sind da zusammengestellt worden. Da kann man sich wirklich auf verschiedenen Formaten, in verschiedenen Formaten auch umschauen. Das ist sehr zugänglich gemacht, das ist sehr übersichtlich gestaltet. Und da auch generell sind da alle Materialien unter freie Lizenz gestellt. Auch da der Hintergrund natürlich zu sagen, naja, macht bitte, benutzt unsere Materialien bitte für eure Praxis. Ja, dafür sind sie gemacht. Und das ist sozusagen der Hintergrund. Und auch, und damit schließe ich diesen kleinen Exkurs in die OER-Welt. Ich habe noch was für die Erwachsenenbildung herausgesucht. Das kommt aus Baden-Württemberg. Es ist sozusagen innerhalb dieser relativ großen Förderung zu OER in Deutschland gefördert worden. Ich weiß aktuell nicht, ob das weitergeführt wird. Da liegt mir nichts vor. Aber da auch OER ab. Da kann man sich eben halt für die Erwachsenenbildung und für OER, also wenn man das sozusagen jetzt nochmal zusammenführt, auch noch sehr, sehr umfangreich informieren. Also wenn man da nochmal ein bisschen wissen will, wie man eben halt damit umgeht, und Leitfäden sind da veröffentlicht worden und so weiter. Genau. Vielleicht noch abschließend drei Spiegelstriche dazu, freie Inhalte und OER. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es natürlich viel auch miteinander zusammenhängt. Ja, ohne freie Inhalte gäbe es kein OER und so weiter. Das nochmal zusammenzufassen, ermöglichen Kooperationen und Austausch, also überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass ich mit anderen Materialien zum Beispiel austauschen kann, zum Beispiel Projekte weiterführen kann. Das ist oft nicht so üblich, weil Projekte nur finanziert sind und zu sagen, ja, okay, dann machen wir das eben jetzt wieder zu. Und man denkt sich, naja, aber es ist doch eigentlich noch da. Ja, also das ist oft ein Problem auch bei zum Beispiel Projektfinanzierungen. Sie bedeuten dadurch natürlich auch eine große Verbreitung und Reichweite. Also wenn ich sage, es gibt es, gibt es weiter an andere, ist dann eine relativ, also in der Hoffnung, dass es auch viele nutzen. Ja, also das steht da sozusagen auch ein Stück weit dahinter. Ja. Und sind nachhaltig in der möglichen Qualität, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich davon ausgehen können, dass sie eben halt auch
da bleiben. Ja? Also oft sind Dinge jetzt sozusagen verschlossen und nicht veränderbar und sind dann einfach so. Ja? Und das, was auch viel auch mit digitalen Werkzeugen zusammenhängt, ich hatte ja gesagt, muss nicht, aber oft ist es halt auch so, ermöglichen eben halt auch, sie aktuell und veränderbar zu halten und sie dadurch, also dadurch, dass man sozusagen sie an andere weitergibt, auch besser zu machen. Ja? Also dass ich sozusagen auch in meinem eigenen und den eigenen Materialien auch gemeinsam mit anderen wachsen kann. Das ist so das, was auch ein Stück weit dahinter steht. Genau. Puh. Jetzt weiß ich gar nicht, was die letzte Folie ist. Ach ja, ein Tipp. Ein Tipp, wer sich intensiv mit OER und freien Inhalten beschäftigen will, kann sich kostenfrei auf wasistoer.de mein Buch herunterladen. Das kann man auch kaufen, aber man kann es auch kostenfrei herunterladen. Das Buch steht selbst unter einer freien Lizenz vom geschätzten Kollegen Joran Mus-Mehrholz. Und er hat nochmal sehr detailliert aufgeschrieben, auch die SI-Frage im Übrigen, David, das nochmal aufgeschrieben, sehr intensiv Materialien zusammengestellt, Anlaufstellen und irgendwie auch grundsätzlich auch viel erklärt dazu. Da also eine herzliche Einladung, sich das intensiv nochmal anzuschauen. Jetzt aber, glaube ich, gut, dann lassen wir das mal als Werbeblock noch stehen. Genau, ich bin durch. Genau. Ja, klasse, Christine. Herzlichen Dank. Das war ja ein sehr umfangreicher Einblick erstmal so in das Thema freie Lizenzen und jetzt OER. Wir werden natürlich alle Links, die du hier genannt hast, mit der Aufzeichnung von dem Talk im Blog natürlich auch nochmal veröffentlichen. Aber gibt es denn jetzt von den Anwesenden noch Fragen? Der Gerrit ist noch mit dazugekommen. Der Horst, der bedankt sich schon sehr für dich. Gibt es noch Fragen? Dem scheint erstmal nicht zu sein. Ja, dann herzlichen Dank, liebe Christin, für diesen sehr informativen Input. Genau, euch allen auch herzlichen Dank für die Beteiligung, für die Rückfragen und ja, damit schließe ich dann die Aufzeichnung und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.